Im letzten Video haben Sie gesehen, wie Sie die Statistikfunktionen von Excel nutzen können. Wenn Sie diese gängigen Funktionen jedoch öfters nutzen, werden Sie vielleicht die Möglichkeit aus früheren Excel-Versionen vermissen, die einzelnen Befehle als Tastenkombinationen festzulegen. Die Summenfunktion können Sie weiterhin mit dem Tastenkürzel Alt und Umschalt und 0 einsetzen. Für die Funktionen Max, Min und Mittelwert müssen Sie aber umständlicherweise weiter den Weg mit der Maus über die Multifunktionsleiste gehen. Es gibt jedoch einen Trick, wie Sie dennoch Tastenkombinationen auch in dieser Excel-Version nutzen können. Hierfür klicken Sie auf die Schaltfläche Symbolleiste für den Schnellzugriff anpassen. Wählen Sie den Eintrag Weitere Befehle. Im Dialogfeld Excel Optionen stellen Sie unter Befehle auswählen über den Listenpfeil alle Befehle ein. Suchen Sie sich dann in der linken Liste den ersten Befehl, den Sie in die Symbolleiste für den Schnellzugriff aufnehmen möchten, hier im Beispiel also Max. Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um den Eintrag in die rechte Liste zu übernehmen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Befehle Min und Mittelwert. Wenn Sie möchten, können Sie die drei Befehle noch an den Anfang der Liste stellen. Nutzen Sie hierfür einfach die entsprechende Schaltfläche. Bestätigen Sie abschließend noch mit OK. Wenn Sie nun über die neu hinzugekommenen Schaltflächen fahren, können Sie die Befehlsnamen in der Quick-Info ablesen. Wenn Sie diese Befehle nun über eine Tastenkombination nutzen möchten, setzen Sie den Cursor in die Zelle, für die Sie die Berechnung durchführen möchten. Hier im Beispiel Max. Drücken Sie die Alt-Taste, sehen Sie oben in der Multifunktionsleiste Nummern für die Funktionen eingeblendet. Um nun beispielsweise die Funktion Max auszuführen, drücken Sie die 1 auf dem numerischen Tastenblock. Verfahren Sie auf die gleiche Weise mit den Befehlen Min und Mittelwert. Falls Sie die Befehle aus der Schnellzugriffsleiste wieder entfernen möchten, klicken Sie diese einzeln mit der rechten Maustaste an und wählen aus Symbolleiste für den Schnellzugriff entfernen.